Die Vorfreude auf dieses 1200 Euro teure goldene Steak ist Franck Ribéry längst vergangen. Zwar war er dazu eingeladen worden, doch auf den anschließenden Shitstorm mit dem Vorwurf der Dekadenz gab er per Twitter obszöne Antworten. Fangen wir mit den Neidern, den Wütenden an, die bestimmt durch ein gerissenes Kondom auf die Welt gekommen sind. Die folgende Zeile ist zu vulgär, um sie hier zu zitieren. Und schließlich an die Kritiker: Ihr seid nicht mehr als Kieselsteine in meinen Socken. Wenn er so bekannt ist, dann sollte er sich seiner Worte oder auch seiner Taten mehr bewusst sein. Egal, was ein Starmann ist, und man soll generell niemanden beleidigen. Zumal Ribéry damit auch Salz in eine Wunde des FC Bayern streut. Die Führung hatte im Oktober auf einer Pressekonferenz mehr Fairness verlangt. Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren. Ribérys Respektlosigkeit ist nicht sein erster Fehltritt. In dieser Saison attackierte er einen Fernsehreporter. Zuvor sorgten mehrere Skandale für Negativschlagzeilen und Gerichtstermine. Mit seinen Wutpostings nach dem Steakabend hat er sich definitiv ins eigene Fleisch geschnitten. Er hat Worte benutzt, die wir als FC Bayern München nicht akzeptieren können. Und die Frank als Vorbild, als Spieler des FC Bayern nie benutzen darf. Dafür bekommt Ribéry nun eine sehr hohe Geldstrafe. Wie hoch verrät der FC Bayern nicht? Philipp Lahm musste einst 50.000 Euro zahlen, weil er ein Interview nicht angemeldet hatte. Ribérys Strafe dürfte wohl noch höher ausfallen.